zum zweiten und zum dritten. Unser Sommelier geht für 120 Euro an die Dame hier vorne. Gratulation! Sie werden sehr viel Spaß mit diesem jungen, attraktiven Mann haben. Bei unserem nächsten Kandidaten handelt es sich um den Restaurantleiter des Fürstenhofs. Ebenfalls ein sehr gut aussehender junger Mann. Ich höre Ihre Gebote. Meine Damen, jetzt seien Sie nicht so schüchtern. Herr Tarasch ist ein sehr interessanter und witziger Gesprächspartner, der Ihnen amüsante Stunden bescheren wird. Ich darf Sie auch nochmals darauf hinweisen, dass jeder einzelne Euro dieser Auktion einer Schule in Tansania zugutekommt. Oh bitte, jetzt seien Sie nicht schüchtern. Herr Tarasch ist im Übrigen, das habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt, ein begnadeter Pianist. Vielleicht gibt er Ihnen ja ein Privatkonzert, hm? Ob Klassik, Jazz, was Ihr Herz begehrt, Sie werden es nicht bereuen. Hä? Ich. Hier werden ich. 50 Euro geboten. Wieso jetzt das? Na, einer muss doch mal anfangen. Und da drüben geht es gleich weiter mit? 55. 55 Euro sind geboten. Sehr gut. Na los. 60. 60 Euro sind geboten. Wunderbar. Aber meine Damen, lassen Sie sich doch dieses Goldstück nicht entgehen. Hä? 65. 65 Euro sind geboten. Woohoo! 65 Euro? So viel habe ich nicht. Da kann ich nicht mehr mitbieten. Das ist doch kein Preis für diesen Adonis-gleichen Hühnern. Hm? Okay, jetzt hör auf. Hier. 65 Euro? War das Ihr letztes Gebot? 65 Euro zum ersten. 65 Euro zum zweiten. 75. 75 Euro zum ersten, zum zweiten und zum... Da habe ich noch was gehört. 75 Euro zum dritten. Herr Tarasch geht Danke. An die junge Dame hier drüben. Viel Spaß! Mäh? Bitte? Komm, war ja wohl wie auf dem Viehmarkt, oder? Aber du bist ja noch gut davon gekommen. Sehr witzig, selten so gelacht. Du hast einen guten Preis erzielt, ganz im Gegensatz zu mir. An wen bist du denn eigentlich verhökert worden, hm? Frau Strobel. Emma? Ist doch super, mit der kann man viel Spaß haben. Ja, aber ich bin doch schon ganz neugierig, was sie sich für eine Aufgabe ausgedacht hat. Na, ich jedenfalls würde sofort mit dir tauschen. Ich habe das Gefühl, sie ist immer noch in mich verschossen. Ich will ihr keine falschen Hoffnungen machen. Warum eigentlich nicht? Sie ist nicht mein Typ.